Wir machen weiter mit den Interviews zum Bildungscamp. Und zu meiner Rechten, von euch gesehen, zu meiner Linken, sitzen zwei sympathische junge Herren, die ich unlängst auch mal im Startplatz in Köln kennenlernte. Und die erzählen euch aber selber, wer sie sind und was sie machen. Hallo, ich bin der Simon. Ich mache mit dem Eduard zusammen einen YouTube-Channel, der heißt Leckerwissen. Und da möchten wir physikalische Inhalte so in kurzen und knappen Clips präsentieren, sodass es Spaß macht. Ich gebe mal weiter an Eduard. Ja, der Simon hat es ja schon gesagt. Also ich bin der Eduard und wir zusammen machen Leckerwissen und möchten junge Leute wirklich für naturwissenschaftliche Inhalte begeistern und die Neugierde wecken und die Faszination wirklich für die Welt da draußen, damit sich die Leute fragen, ja, wie funktioniert das, wie geht das? Und wir versuchen genau das zu entfachen in den Leuten. Mir wurde ja gerade von eurer Session schon berichtet. Und zwar, ja, und zwar, dass ihr auch eine Geschichte des Erklärfilms präsentiert hattet. Wie hat sich denn der Erklärfilm eigentlich entwickelt? Also ich denke ja sofort an die Sendung mit der Maus. Das ist so das Erste, was mir so einfällt. Schon Teil 2. Was kommt denn noch vor? Weiß nicht, ob das chronologisch stimmt, aber wir haben davor auf jeden Fall das Telekolleg geschoben, weil es von der Idee einfacher war, dass man einfach so einen abgefilmten Unterricht hat. Es gab damals auch Schulfernsehen, weiß nicht, ob es noch ein bekanntes Begriff ist, es ist mittlerweile ausgestorben, trauriger oder glücklicherweise, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war es da halt so, der Gedanke, man kann jemanden, der guter Lehrer ist, einfach filmen und dann in der Klasse präsentieren und das ersetzt den Unterricht. Und das hat sich halt stark gewandelt und die Sendung mit der Maus, wie du schon sagtest, auch unser Favorit, mit dem wir groß geworden sind, haben es halt sehr schön gemacht, so eine Geschichte immer drumherum zu basteln. Das gerade, glaube ich, für ein jüngeres Publikum direkt zum Identifizieren irgendwie besser ist, wenn es so realitätsnah ist, quasi durch diese Geschichte. Der Christoph immer. Der Christoph mit dem grünen Pulli, der irgendwie bei uns wollte, der mit Trägheit ein paar Platten transportieren. Und das hat leider nicht geklappt. Ja, und weißt du, weiter geht es dann tatsächlich schon direkt in so eine digitale Geschichte. Also weg vom Fernsehen, hin vom Medium, hin zum Tablet, Smartphone, Computer, zur allseitigen Verfügbarkeit. Und da passiert einiges in dem Wandel. Da gibt es, ich weiß nicht, Edu, wie willst du weiter erzählen? Da gibt es Sachen wie Simple Physics, die hatten wir. Also es gibt da unterschiedliche Kanäle, die unterschiedlich arbeiten. Ne? Also Simple waren ja auch ja die Simple Jungs, haben wir gerade auch noch gesehen. Hat uns sehr gefreut, dass die auch hier sind. Genau, und dann gibt es halt gerade im englischsprachigen Feld gibt es ja ganz große Kanäle, die auch sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel Veritasium, der erfolgreichste naturwissenschaftliche Kanal weltweit ist. Ja. Oder Minute Physics, die halt mit Animationen und gemalten Sachen ganz viel erklären. Also wir wollten einfach gucken und zeigen, es gibt ganz verschiedene Arten, Sachen zu erklären, Sachen darzustellen, weil unser Workshop ja auch einen praktischen Anteil hatte. Ne? Also wir haben ja den Leuten dann Tablets gegeben und eine Aufgabe und ein kleines Experiment und die sollten selber einen Erklärfilm machen in der Session. Ne? Und deshalb haben wir denen halt vorher gesagt, so also es gibt als Beispiel diese Möglichkeiten. Denkt euch selber was aus, orientiert euch vielleicht daran, macht eine Geschichte oder macht es halt sachlich oder macht's halt, malt was. Wir haben denen auch dann Zeichenpapier und Stifte und so mitgebracht und dann durften die halt selber auch einen kleinen Film machen, ja, bei uns. Da finde ich ja die Verbindung so zwischen Malen, Zeichnen, also der Kreativität und Naturwissenschaft auch sehr interessant, weil oftmals habe ich so den Eindruck, dass in den Schulen MINT spielt schon eine große Rolle, ne? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, aber so die musischen Fächer wie Musik oder Kunst werden so ein bisschen ja, weggehungert. Jetzt ist es aber so, wenn ich das so höre, ja eigentlich etwas sehr Kreatives, Lustiges, etwas, wo man auch merkt, Gestalterisches. Ja, du möchtest das weiter vorführen oder fortführen? Nein, da würde mich mal interessieren, euch interessieren ja offensichtlich beide Aspekte daran. Kommt ihr denn mehr aus dem kreativen Bereich oder kommt ihr aus dem naturwissenschaftlichen Bereich? Was treibt euch da eigentlich an? Ich habe Physik studiert, der Eduard auch, deswegen wir haben die physikalische Seite natürlich. Der Eduard hat aber vorher auch noch was Musikalisches gemacht und ich komme von der Musikschule, deswegen haben wir auch diese kreative musische Seite dabei. Aber was du sagst, ist genau das Richtige und zwar, das haben wir jetzt ja auch probiert mit den Leuten in unserer Session zu machen. Wenn man selber ein Video produziert,
dann kann es einen naturwissenschaftlichen Inhalt haben, aber dieser Prozess des Videomachens erfordert unglaublich viel Kreativität und erlaubt unglaublich viel Freiheiten auch. Und gerade jetzt mit so einer unglaublich einfachen Umsetzbarkeit durch ein Tablet oder durch Smartphones, die man hat, hat man eben viel mehr Werkzeuge zur Verfügung, um seine Kreativität da auszuleben. Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die vielleicht eine Art Hemmung oder haben oder so einen perfektionistischen Drang haben und die sich dann erst nicht daran trauen, einfach mal diesen Let's-Do-It-Charakter auszuprobieren. Weil ich sehe das genauso, dass es ein Video machen ist wie Schwimmen lernen. Man muss es machen, um zu lernen. Es funktioniert nicht andersrum. Also erst theoretisch sich das auseinanderzunehmen und sowas, das klappt nicht. Man muss wirklich mal rangehen und wenn man dann an eine Ecke stößt, wo man eine Grenze hat, ab da kann man sich schon vernünftig fortbilden dann. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt irgendwie annähernd beantwortet hat. Ehrlich gesagt interessiert mich vor allem, wie du darüber denkst und was es so bei dir auslöst. Das sind gar keine so, es sind keine 0- und 1-Fragen, die ich hier stelle. Und das ist vielleicht eben auch etwas, was dem sehr nahe kommt. Und ich glaube auch, ne, wo ich denke, so, hey, deswegen finde ich das auch echt cool, was ihr macht, weil es eben, es öffnet einen Raum und sagt nicht, das ist richtig oder das ist falsch. Und ich finde es ganz lustig, dass ihr Physik studiert habt, weil Physik war ehrlich gesagt damals für mich in der Schule wirklich so das Horrorfach, weil es so trocken war. In der Tat, man machte zwar Experimente, aber man durfte ja nicht wirklich experimentieren, sondern man musste ein vorgefertigtes Experiment nachbauen. Und dann war es richtig oder was war falsch. Und es erlaubte eben keine Kreativität. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig bei Physik mit ja, obwohl bei Chemie ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger noch, aber Bums. Und von daher, ich finde es ja ganz spannend, dass gerade wir sind ja hier mit einem hohen Praxisanteil von Lehrern und Lehrerinnen, die aus der Schule kommen hier auf dem Bildungscamp, dass in der Schule ja die Disziplinen doch sehr stark voneinander getrennt sind. Und ihr führt da ja eigentlich gerade Disziplinen zusammen. Wo seht ihr denn euren Platz? Also ihr seid ja hier auf dem Bildungscamp. Wen wollt ihr erreichen? Naja, das ist schon ein Unterschied jetzt, wen wollen wir mit unserem Kanal erreichen, ne? Und wen wollen wir jetzt, also warum sind wir heute hier? Also das sind zwei völlig verschiedene Zielgruppen. Also unser Kanal hat wirklich diesen Auftrag, wir möchten Leute wirklich dazu begeistern, gerade diese Haltung, die auch du gesagt hast, boah, Physik, nee, kein Bock, oder boah, es war schon in der Schule so schlimm, oder auch was ein ganz, ganz schlimmes Vorurteil ist, Physik ist so schwer. Das hab ich noch nie gekonnt, das hat meine Mutter nie gekonnt, irgendwie, das sagen immer so ganz viele Leute, oh Physik, das ist ja so schwer, das habe ich ja noch nie gekonnt. Also Physik ist nicht schwer und Physik ist schön und Physik, alles ist Physik, ne? Also du schaust dich um, du siehst Farben, du hörst Töne, alles ist Physik, ja, du fühlst was, ne? Wie funktionieren die Nerven, das sind elektronische Leitungen, die durch deinen Körper gehen, also man kann wirklich überall Physik entdecken und wir möchten das mit dem Kanal wirklich, dass die Leute zwar auch unsere Videos gucken natürlich, aber dann auch wirklich die dazu animieren, Fragen zu stellen und rauszugehen und selber zu gucken und sich selber zu fragen oder uns auch zu fragen. Also wir bekommen auch jetzt zunehmend ganz tolle Feedbacks und Fragen auch zu unseren Videos. Hier könnt ihr das nicht mal anders machen. Was passiert denn, wenn ihr das mal so und so macht und so? Wir können das leider nicht immer alles ausführen, ne? Aber es ist total toll, wenn wir merken, dass die Leute, dass es so ein Feedback gibt, ne? Also dass es wirklich nicht wie früher Fernsehen so eine einseitige Schiene ist, sondern durch die sozialen Medien über Facebook oder halt auch über YouTube-Comments, dass da auch wirklich was zurückkommt, ja. Nicht immer positiv, aber das ist auch egal. So, das ist also, wen erreichen wir mit unserem Kanal? Und dann, warum sind wir hier jetzt heute beim Bildungscamp? Das ist ja eine andere Nummer. Also hier möchten wir vor allen Dingen Lehrer, und es sind ja auch viele junge Lehrer da, wirklich dazu animieren zu sagen, ja, also die Smartphones, die Tablets, die gehören zur Lebenswirklichkeit der jungen Generation dazu. Die kannst du jetzt nicht einfach wegdenken und sagen, ja, stell dir mal vor, jetzt hast du nur noch Bücher und du hast kein Internet mehr und so. Will man nicht. Ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass über 95% der jungen Leute, sogar unter 14 oder so, wenn die auf eine einsame Insel wollen, immer das Smartphone mitnehmen. Also das ist so das Top-Ding, das Smartphone gehört zum Leben dazu. Das können die nicht mehr hergeben, ja. Und wie man das integriert und dass man halt auch den Kids irgendwie beibringt, ja, es gibt YouTube und YouTube ist nicht per se böse und YouTube ist nicht per se nur Schminkvideos oder nur Let's Play, sondern man kann da auch wirklich Content machen, man kann da Sachen rüberbringen. Und wir hatten heute in der Session ganz interessanterweise öfter die Frage von den Lehrern, ja, ich habe aber so ein langweiliges Thema, wie kann ich das denn cool verpacken? So, und da ist meine persönliche Einstellung, dass das schon die falsche Herangehensweise ist. Wenn man selber was langweilig findet, dann kannst du es auch nicht mit Begeisterung verkaufen, so, das ist Fake. Und gerade die junge Generation merkt das sofort.
Also die Kunst ist natürlich, sich dazu zu begeistern, zu dem, was man da tut, oder eine Faszination selber erst zu suchen in dem, was man da hat. Ne? Und eigentlich ist alles interessant. Man kann alles irgendwie von einem Blickwinkel sehen, dass man sagt, boah, das ist faszinierend. Und diesen Blickwinkel wirklich zu durchleuchten und diese Faszination weiterzubringen. Und unsere Aufgabe heute war daher, hier den Lehrern zu zeigen, ja, ihr könnt Videos selber machen, deshalb auch dieses praktische Ding, macht's doch mal, ihr braucht keine Angst davor zu haben, ihr braucht keine Hemmungen davor zu haben, Videos kannst du mit einem iPad oder mit einem Tablet oder mit einem Smartphone schnell machen und es ist eine sehr dankbare Sache. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also die Teilnehmer hatten einfach, das war total krass, als wir anfingen mit der Praxisphase, wie begeistert die waren, was sie da versucht haben mit Malen. Einige sind rausgegangen, nee, wir brauchen einen roten Hintergrund und so. Also wirklich total so in 35 Minuten haben wir wirklich ein paar vorzeigbare kleine Erklärvideos, haben die Gruppen das hingekriegt. Das war schon super. Ich bin ja neugierig. Was wurde denn da beispielsweise erklärt? Wir haben Versuche von zu Hause mitgebracht und eine Anleitung geschrieben, weil wir ja nicht davon ausgehen können, dass jeder hier Physiklehrer ist. Was komischerweise zuerst meine Annahme war, ich weiß auch nicht warum, ich dachte, das ist ja wieder intuitiv, aber natürlich ist es nicht so. Deswegen, wir haben vier kleine Versuche gemacht, zum Beispiel, wenn man so eine Kerze, ein Teelicht nimmt und man stellt es hin und macht dann ein Glas darüber, dann geht die erstmal aus, ist ja klar. Wenn man aber das Teelicht ins Wasser stellt und dann die Glas darüber macht, dann geht die Kerze immer noch aus, klar, aber gleichzeitig pumpt sich so Wasser da rein, dann schwimmt die Kerze plötzlich wie auf so einen Aufzug nach oben. Und solche, also möglichst kleine Versuche, die für uns jetzt ohne wahnsinnig viel Aufwand durchführbar waren, haben wir jetzt mitgebracht und die sollten dann eben auch von den, einer nannte sich selber der MINT-Versager, also auch von diesen Leuten, ne, sollte natürlich ein Video über einen physikalischen Inhalt gemacht werden. Und das ist auch ein interessanter Punkt, den man jetzt mal ausprobieren kann. Ich habe es in der Schule mal probiert, den Schülern zu sagen, ihr dürft ein Video über ein physikalisches Thema drehen, egal wie ihr das dreht, ist mir ganz egal, ihr muss aber ein physikalisches Thema sein. Und dann ist der Punkt, glaube ich, dabei, es macht denen unglaublich viel Spaß, die arbeiten mit einem riesen Einsatz daran und wie du schon sagtest, kreativ, der eine sagt, wir brauchen einen roten Hintergrund, lass uns das so machen und den Winkel nehmen oder sonst was oder hier einen passenden Witz rein oder so. Auf jeden Fall, die arbeiten und merken gar nicht dabei, dass sie sich auch mit den natürlich didaktisch mit dem Versuch auseinandersetzen, weil sie sich ja auch über Gedanken machen müssen, wie funktioniert das, warum geht die Kerze da hoch und wie kann ich das dir jetzt als Zuschauer, der dich das später anguckt, erklären, sodass du es verstehst. Und da glaube ich, bin mir nicht sicher, ob es da eine universitäre Forschung tatsächlich schon so zu gibt, wie der Lernfortschritt ist, wenn man selber ein Video über etwas produziert hat. Und das würde mich stark interessieren. Absolut. Ja. Willst du auch noch? Nee, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Frage, weil ich meine, man eignet sich die Inhalte dadurch ja nochmal anders an, indem man sie eigentlich nochmal so durch eine andere Brille sieht. Mir geht es ja beispielsweise mit Instagram so, wenn ich, seitdem ich Instagram nutze, sehe ich meine Umwelt ein bisschen anders, weil ich sie immer mal noch so durch den, okay, und was daran ist jetzt cool für die Leute da draußen, weil ich das toll finde und ich nehme dadurch meine Umwelt einfach viel schärfer und klarer wahr und sehe auch viel mehr, weil, ja, und das wäre auf jeden Fall mal was, aber ihr braucht doch eigentlich vielleicht mal so ein Physik-Barcamp oder sowas, oder? Oder so ein wäre echt mal eine ganz spannende Angelegenheit. Vielleicht ich. Also du sagst es ja auch, dass das so eine, wie so eine Symbiose ist, was da stattfindet. Wenn man Videos produziert, dann ist es nicht nur Physik, dann ist es auch Musik, es ist Kunst mit dabei oder es ist Tanz mit dabei oder ganz, so ein einfach ästhetisches Empfinden oder sowas. Also es ist mehr als nur das eine Fach, was wir haben. Das ist wahre Physik. Zack, ist das Licht weg. Ja. Aber wie auch immer, also ich würde sagen, also ich habe große Lust, mir Leckerwissen auch noch näher anzusehen und vor allem plötzlich auch viel Lust, selber Erklärfilmchen zu machen über physikalische Dinge. Ja, vielleicht ist Physik ja gar nicht so dröge, wie ich das immer dachte. Und vielleicht lag es ja tatsächlich an einem Lehrer oder einer Lehrerin, die selber das Thema auch langweilig fand, weil ich erinnere mich gut, die für was brannten, da folgte man doch gern, vor allem wenn es sympathische Menschen waren. Ja, vielen Dank. Lecker Wissen, lecker mit Doppel-K bei Twitter, Instagram und vor allem bei YouTube. Also vielen Dank euch beiden. Und was wir immer machen am Ende, wir winken in die Kamera. Tschüss!